uns geht es weiter mit dem Pearl TV Ratgeber, liebe Zuschauer. Wir werden uns mit einem Thema beschäftigen, was garantiert auch Sie angeht, denn es geht um Ihr Portemonnaie. Sie wissen, dass die Strompreise momentan astronomisch hoch sind. Wir sind leider im Bereich der Strompreise europäischer Meister, das heißt Europameister, wenn es um das Bezahlen des Stroms aus der Steckdose geht. Und logischerweise kommt man um das Thema Photovoltaik, um das Thema Solarenergie bei dieser Preisgestaltung aktuell gar nicht mehr wirklich drumherum. In aller Munde sind diese Systeme, weil sie ganz einfach steckerfertig quasi zu Ihnen nach Hause kommen. Sie sind leicht in Betrieb zu nehmen und Sie werden Ihnen über Jahre hinweg Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat das Portemonnaie deutlich entlasten können. Aber welche dieser Flut von Anlagen kommt denn überhaupt für Sie in Frage? Nun, wir haben uns mal einige Highlights aus unserem Programm herausgesucht und möchten Ihnen mal zeigen, wie viel Platz Sie brauchen und für welche Anwendungsbereiche oder für welchen Energiebedarf denn die richtige vielleicht auch für Sie mit dabei ist. Und mit einer unserer beliebtesten aktuell werden wir anfangen. Ja, und vor allem haben wir überall TV-Sonderpreise. Das finde ich wichtig. Aber beliebteste Anlagen für Leute zum Beispiel mit einem kleinen Balkon. Weil diese Anlage besteht aus 4 Solarpanelen, a 100 Watt Leistungsaufnahme. Und die haben pro Solarpanel 70 mal 80 Zentimeter. Jetzt kann man die hochkant oder quer hinstellen. Das heißt, man hat, braucht 3,20 Meter oder 2,80 Meter an Platz. Ja, und dann ist das einfach erledigt. Und ich weiß aus dem persönlichen Umfeld auch, dass viele sagen, ich würde ja, aber das ist mir zu viel Aufwand. Und genau für die Leute ist das auch die richtige Anlage. Denn die kommt vollkommen fertig verkabelt zu Ihnen. Die 4 Solarpanels sind miteinander gefaltet. Da kommt ein Paket, das ist so dick und genauso groß wie ein Solarpanel plus ein Zentimeter. Und das packen Sie aus, falten es aus, hängen die Solarpanel auf und Stecker in die Steckdose, fertig. Und das bekommt wirklich jeder hin. Und was passiert dann? Die meisten von Ihnen wissen das. Der Sonnenstrom wird hier aufgenommen, wird durch den Inverter, der ja zwingend notwendig ist und der bereits integriert und verkabelt ist, umgewandelt in Haushaltsstrom. Und hier werden pro Sonnenstunde bis zu 350 Watt in Ihren Haushalt eingespeist. Und das heißt, hier der Grundstromminimum wird schon mal abgefedert. Das heißt, der verschwindet im Prinzip von Ihrer Stromrechnung. Und Carsten hat es gerade gesagt, Strompreise sind astronomisch hoch, so hoch wie noch nie. Obwohl man jetzt gerade den Eindruck hatte, es hat sich ein klein wenig entspannt, 2, 3 Cent ist es runtergegangen. Und da kommen gleich die nächsten Schlagzeilen. Der eine oder andere oder die meisten werden Sie irgendwo in der Presse gelesen haben. Die Bundesregierung plant neue Stromumlagen. Das heißt, hört sich immer so schön an, Stromumlagen. Das heißt, wir zahlen wieder. Und da sehen Sie mal durch die Medienlandschaft ein paar Schlagzeilen. Und das hat Sie mit Sicherheit auch in den letzten, ja, mittlerweile schon in den letzten Wochen beschäftigt. Ich sag mal, durch die Sommerpause der Bundesregierung vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber das ist natürlich auch jetzt irgendwann mal passé. Und insofern wird diese Diskussion mit Sicherheit wieder auf uns zukommen. Und ich glaube, man müsste schon eher etwas naiv unterwegs sein, wenn man glaubt, dass sich an dieser Strompreisgestaltung in absehbarer Zukunft noch irgendetwas ändern könnte. Die Zeichen stehen ganz klar auf weitere Erhöhungen, wie wir es hier also auch in den letzten Wochen der Presse entnehmen konnten. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Aber selbst wenn es so bleibt wie aktuell, ist es immer noch ein horrender Kostenfaktor, wahrscheinlich auch bei Ihnen auf der Rechnung. Man hört ja immer wieder, dass die Mieter eigentlich gar nicht mehr so das eigentliche Problem darstellt. Vielmehr sind es die Nebenkosten. Ja, also wirklich. Wie viele Nebenkosten habe ich in der Wohnung? An die Mieter haben wir uns gewöhnt. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja dieses vereinfachte Verfahren, das nochmal vereinfacht wurde für Balkon- und Solaranlagen. Und das besagt auch, dass es nicht mehr genehmigungspflichtig ist. Zumindest Anlagen bis zu 800 Watt Einspeisung. Weder genehmigungspflichtig von staatlicher Seite, noch beim Vermieter muss ich eine Genehmigung einholen. Noch als zum Beispiel Besitzer einer Eigentumswohnung von der Eigentümerversammlung. Und was ich hier wichtig finde, oftmals ist die Frage ja, rechnet sich das? Also da brauche ich jetzt keinen Taschenrechner bei 299,99 Euro. Ja. Ich bin mir sicher, Anfang des Jahres hatten einige eine höhere Nachzahlung, als jetzt die komplette Anlage kostet. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, diesen Preis können wir unter Umständen noch mal reduzieren. Nicht wir, aber staatliche Förderungen. Weil es gibt fast in allen Bundesländern noch staatliche Förderungen. Ja, und die speziell für Balkon- und Solaranlagen. Und da muss man sich einfach selber mal kundtun oder selber mal erkundigen auf dem Rathaus oder im Internet. Und wenn man, ich weiß zum Beispiel, Freiburg zahlt 200 Euro pauschal.
pauschal. Ich weiß, bei in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bis zu 500 Euro und. Werden Sie bei der Anlage nicht bekommen. Klar, Fördergelder können nicht über den Anschaffungspreis hinausgehen. Aber jetzt gehen wir mal von der niederen Zahl aus. Man bekommt noch 100 Euro Fördergelder. Ja, dann brauchen wir hier wirklich über die Amortisierung, also darüber, wann sich so eine Anlage rechnet, überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Und was das Schöne ist an diesen Anlagen, man muss nie mehr dran denken, man muss sich nicht mehr drum kümmern. Alle unsere Anlagen sind absolut wartungsfrei. Einmal den Stecker in die Steckdose gesteckt, dann arbeiten sie für 10, 15, 20 Jahre. Ja, und sie profitieren Sommer wie Winter jeden Tag von Tageslicht, weil das Tageslicht gleichbedeutend ist, dass ihre Stromrechnung reduziert wird. Und übers Jahr gesehen ist das eine ganze, ganze Menge Geld. Und bei 299,99 Euro müssen wir auch noch sagen, die kommt trotzdem auch noch Porto und versandkostenfrei bis vor ihre Haustür. Das heißt, ab Lager übrigens lieferbar. Das heißt, in 2 bis 3 Werktagen kann das ganze Thema bei Ihnen schon aktuell werden. Und ich darf anmerken, dass natürlich gerade jetzt, so in den August, September, Oktober, das sind natürlich auch noch Wochen und Monate voller Sonnenschein und voller Tageslicht, die man mitnehmen kann. Wobei natürlich bitte auch bei so einer Anlage aufgrund der Qualität der Panels auch in den Wintermonaten immer noch reichlich Energie produziert wird. Wo wir gerade von Preisen gesprochen haben, 299,99 Euro unser Preis aktuell. Die Kollegen von Pearl.de sind auch schon sehr, sehr günstig unterwegs, aber nicht so günstig wie bei uns. Wir sind hier bei knapp etwas mehr als 360 Euro. Das bedeutet für Sie alleine schon in der Anschaffung schon über 60 Euro Ersparnis. Das Ganze natürlich Porto- und versandkostenfrei. Und vielleicht haben Sie auch noch die Chance auf ein wenig staatliche Förderung. Und ich glaube, da müssen wir über die Amortisierung eines solchen Systems definitiv nicht mehr sprechen. Man sagt auch stromerzeugendes Haushaltsgerät dazu. Ich behaupte, die meisten Kaffeevollautomaten sind teurer als die knapp 300 Euro für das stromerzeugende System. Und Sie werden viele Jahre Freude haben. MW 1253, die 569 für die Modellvariante in Schwarz. Gibt es sie aber auch in Silber, falls das eher Ihrer Farbgebung entspricht. Also technisch identisch. Das kommt genauso zusammengefaltet mit eingebauten Inverter zu Ihnen. Es geht jetzt wirklich nur im Unterschied um die Farbe. Was gefällt Ihnen besser, der silberne Rand oder der schwarze Rand, den wir zuerst haben? Was passt besser zur Fassade? Das ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Aber auch hier Technik, die begeistert, ohne Aufwand wirklich zu installieren und zum kleinstmöglichen Preis durch unseren TV-Sonderpreis. Also entscheiden Sie schwarz oder silber. Das ist im Prinzip eine Frage des persönlichen Geschmacks oder natürlich auch der Hausfassade. Was gefällt Ihnen besser? Was sieht bei Ihnen zu Hause besser aus? Da wollen wir uns gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das entscheiden Sie bitte selbst. Auch hier ein sehr, sehr günstiger TV-Sonderpreis. Knapp 300 Euro, die 299,99 Euro sind der Preis für die schwarze oder eben auch für die silberne Variante. Der Preis ist identisch. Die Variante in Silber hat die MW 1254 und die 569. Bis zu 350 Watt sind schon super. Wenn Sie mal ein bisschen mehr Platz haben und vielleicht noch einen etwas größeren Energiebedarf haben, ist vielleicht auch Modellvariante Nummer 2 genau das Richtige für Sie. Ist übrigens aktuell gerade in diesem Bereich, in diesem Strombedarfbereich, die günstigste Anlage, die wir derzeit für Sie im Programm haben. Ja, Sie wissen es vielleicht oder haben es schon mal irgendwo gelesen, das Maximum im vereinfachten Verfahren, also das heißt einfach, was durch Schuko-Stecker eingeführt werden darf in meinen Stromkreislauf, sind 800 Watt. Da oben hängt er, der ist an dieser Anlage dran, fix und fertig. Und Sie sehen auch, der Inverter ist ebenfalls schon eingebaut. Also auch das hier ist fertig. Steckdosen fertig zu montieren. Jetzt aber mit einer Leistungsaufnahme der 2 Solarpanel von insgesamt 840 Watt. Wir haben sogar noch ein bisschen Puffer hier. Und Sie können eben bis zu 800 Watt pro Sonnenstunde in Ihren Stromkreislauf einfügen. Jetzt haben wir es vom Platz gehabt. Und das ist für mich immer eine wichtige Sache. Man sollte prinzipiell den Platz, den man hat, ausnutzen. Und hier bräuchten Sie, ich runde jetzt mal auf, das ist 1,76 Meter, also sagen wir 1,80 Meter, also mal 2, 3,60 Meter Fläche. Das muss übrigens nicht immer ein Balkongeländer sein, das ist eigentlich nur ein Vorschlag. Ich habe gerade in meiner Nachbarschaft häufig auch genau solche Anlagen gesehen, wo die Solarpanel aufgeständert auf einer
auf einer Garage stehen, Richtung Sonne, und da ihren Dienst tun. Also auch das ist möglich. Ja, aber wichtig, auch hier wieder, keine Genehmigung, beste Qualität. Wir sehen hier innen auch, und das ist der zweite Grund, warum wir hier mal ein Solarpanel von innen gezeigt haben. Einerseits der Inverter, der vormontiert ist, bei einem Solarpanel. Andererseits hier sehen Sie TÜV Nord CE, und das Ganze ist natürlich nach VDE-Normen und Anwendungstechniken getestet. Also Sie sehen allerbeste Qualität. Das ist auch patentierte Fullscreen-Technologie, das heißt komplett wartungsfrei. Man spricht bei solchen Solarpanel ganz einfach von Industriequalität, weil genau solche Solarpanel heutzutage bei großen Industrieanlagen auch eingebaut werden. Der Preis ist unglaublich. Wir haben hier einen Hammer-TV-Sonderpreis, solange der Vorrat reicht. Im Moment sofort lieferbar, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber da möchte ich noch mal auf eins hinweisen: Wenn wir sagen sofort lieferbar, heißt das nicht in alle Zeiten immer sofort lieferbar. Wir haben das bei anderen Anlagen gesehen, da haben wir das auch gesagt, zwei Tage später waren sie weg und da muss man jetzt wieder ein paar Wochen warten, bis sie kommen. Diese Anlage ist im Moment, und deshalb betone ich das so, sofort lieferbar. Und Solarenergie ist keine Generationssache. Das ist jetzt nichts, was speziell Senioren oder Menschen im Mittelalter oder junge Menschen bevorzugen, sondern mittlerweile hat jeder gemerkt, dass es Sinn macht, von jung bis alt. Bei Merve, bei dir weiß ich, bei dir in der Familie, ich sage es mal, ein etwas betagteres Familienmitglied hat sich erst eine neue Solaranlage installiert. Ja, korrekt. Mein Opa ist dieses Jahr 90 geworden und der hat sich letztes Jahr noch Solar aufs Dach bauen lassen. Und zwar wirklich viel Solar, und er nutzt es. Also in dem Fall sogar eine größere Anlage, was ja Sinn macht. Wir sagen das ja immer, wenn man mehr Platz hat, soll man mehr installieren. Aber das sieht man, auch mit 90 kann man noch clever sein. Und auch wenn Sie ein bisschen älter sind, ja, das rentiert sich auf jeden Fall. Und so eine Anlage ist auf Jahre und Jahrzehnte ausgelegt. Einmal installiert, ich habe das bei der ersten Anlage schon gesagt, dann profitieren Sie oder dann Ihre Nachfolger, ja, können wir auch sagen, hier über Jahre und Jahrzehnte davon, weil Sie jeden Tag im Prinzip den Strom, den Sie vom Netzanbieter verwenden müssen, minimieren und einen Großteil selbst erzeugen. Hier sind wir beim derzeit gültigen Maximum, was für Balkonsolaranlagen gilt, also mit 800 Watt Maximaleinspeisung über den Schuko-Stecker. Und hier kann das, so kann das auch auf einem Einfamilienhaus aussehen. Und Carsten, auch wir achten ja ein bisschen mit offenen Augen, wenn wir durch die Gegend fahren, auf Solaranlagen. Wir entdecken ja fast täglich neue Anlagen, oder? Bei mir in der Nachbarschaft, zwei Häuser weiter, wird gerade wieder eine aufgebaut. Wenn ich bei mir vom Balkon runterschaue, sehe ich also bei 10 Dächern sehe ich auf 8 Dächer mittlerweile Photovoltaiksysteme. Selbst im Garten meiner Nachbarn, zwei Gärten weiter, wenn man da von oben drauf schaut, die haben so einen kleinen, so eine kleine Gartenhütte oder was, wo die ihr Feuerholz trocknen jetzt über die Sommermonate. Und selbst da ist auf der einen und auf der anderen Seite eines leicht gebogenen Dachs mittlerweile ein Solarpanel drauf. Gut, die brauchen etwas längeres Kabel, um das Ganze dann Richtung Haus zu bringen, aber auch das lässt sich ohne weiteres realisieren. Und das zeigt mir persönlich natürlich wieder ganz klar, das Thema ist präsent, ist omnipräsent. Ich glaube, auch das Thema Stromkosten ist sehr präsent. Und gerade das hier ist durchaus ein probates Mittel, um die Stromkosten deutlich zu senken. Erst recht mit diesen Qualitätsmerkmalen. Ralf hat den Preis angesprochen. Lassen Sie uns da gerne mal konkret werden. Ich hatte Ihnen gesagt, wir sprechen hier von der günstigsten Balkonsolaranlage momentan im Programm mit bis zu 800 Watt Einspeisung pro Stunde. Liegt bei den Kollegen von Pöll.de bei knapp 690 Euro. Was für diese Qualität, TÜV-geprüfte Fullscreen-Solarpanel-Technik, Industriequalität, schon einen Spitzenpreis darstellt. Wir bieten es natürlich hier im TV-Sonderpreis deutlich günstiger an, für 450 Euro knapp. Das heißt, Sie haben hier alleine schon beim Kauf einer solchen Anlage eine Ersparnis von rund 240 Euro. Das ist schon mal jede Menge Geld, was Sie jetzt aktuell sparen können. Auch diese Anlage ist ab Lager lieferbar und auch diese Anlage ist förderfähig. Förderfähig einerseits, also ruhig mal nachfragen. Und wenn wir jetzt das sehen, 450 Euro, ich runde gerade mal knapp auf, ja, ist ja kein Geld für so eine Anlage, weil die wird sich innerhalb kürzester Zeit hier amortisieren. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen Zuschüsse kriegt, 100, 200, vielleicht sogar 300 Euro, dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber diskutieren. Auch die ist steckerfertig. Hier gibt es eine Besonderheit, aber die ist im Prinzip in der Bedienungsanleitung mit beschrieben, weil hier kommt nämlich von, hier sind ja bei Pro Solarpanel ein Plus- und ein Minuskabel, und zwei
Bei beiden Solarpanelen werden zwei zusammengesteckt, dann bleiben zwei übrig, die gehen in den Inverter. Also spielend einfach und dann den Stecker in die Steckdose und fertig installiert. Wie man die Solarpanel fixiert, sodass sie auch wirklich über Jahre und Jahrzehnte halten, werden wir Ihnen am Ende der Sendung noch mit wirklich genialen Halterungen zeigen. Aber schon allein hier jetzt für diesen Preis eine Anlage zu bekommen, ist ein Wahnsinn. Im Moment profitieren wir noch von einem anderen Steuervorteil. Da können wir nichts dafür. Das kommt von Bundesregierung. Ja. Und zwar durch das Jahressteuergesetz, welches letztes Jahr in Kraft getreten ist, was besagt, dass Photovoltaikanlagen bei privater Nutzung mit 0% Mehrwertsteuer erworben werden dürfen. Also dürfen wir es auch anbieten. Und da könnte man jetzt aber mutmaßen, dass das irgendwann mal wieder gestrichen wird. Sie kennen gerade die Diskussion trotz Sommerpause. Wo bekomme ich Geld her? Wir haben uns verrechnet beim Haushalt. Es fehlen wieder mal ein paar Milliarden. Und mich würde es persönlich nicht wundern, wenn irgendjemand sagt, komm, die Förderungen, die nehmen wir jetzt mal wieder zurück. Ist ja schon mehrfach passiert. Ja. E-Auto-Förderung komplett gestrichen. Ja. Oder auch in der Gastronomie, wo ja lange Zeit 7% Mehrwertsteuer waren, ging wieder zurück auf 19%. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das in naher Zukunft auch bei Solaranlagen wieder passiert. Jetzt im Moment sind noch 0% Mehrwertsteuer. Und davon, auch davon profitieren Sie. Also greifen Sie zu, wenn Sie den Platz für eine solche Anlage haben. Also seien Sie in dem Fall gewarnt, hätte ich fast gesagt, dass das eventuell so sein kann, dass diese Förderungen gestrichen werden. Jammern Sie also bitte nicht, wenn Sie erst in 2-3 Monaten oder vielleicht im Frühjahr des nächsten Jahres erst zugreifen und all diese Fördermöglichkeiten so nicht mehr vorhanden sind. Ich darf mal anmerken, und ich mag diesen Satz überhaupt nicht, alles wird teurer. Wir werden auch unser Preisgefüge so in dieser günstigen Variante nicht auf ewige Zeiten halten können. Dieses Modell hat die MW 1196 und die 569 als Bestellnummer, ist ab Lager lieferbar, ist mit 240 € Preisvorteil allein bei uns im Hause zu haben. Sie kriegen die 0% Mehrwertsteuervariante und eventuell sogar noch die staatlichen Förderungen. Also bitte, worauf warten Sie denn eigentlich noch? So, jetzt möchten wir von einer Anlage gerne sprechen, die unglaublich beliebt ist bei unseren Kunden. Auf die müssen Sie allerdings bitte noch ein paar Tage warten, wobei so lange ist es gar nicht mehr. Wir können also wirklich noch von wenigen Tagen sprechen. Wir haben sie schon zum dritten Mal mittlerweile eingekauft. Sie ist jetzt zum zweiten Mal schon ausverkauft und die Warteliste für unsere Kunden ist jetzt schon ganz üppig gefüllt. Aktuell haben wir einen Termin ungefähr Anfang Mitte September für die Auslieferung. Wir versuchen, schneller hinzubekommen, aber können es natürlich nicht versprechen. Es gibt Gründe, warum gerade diese Anlage bei unseren Kunden ganz besonders hoch im Kurs ist, denn viele sagen sich zu Recht, 800 Watt sind super, aber die brauche ich nicht jede Stunde. Ja, also der große Unterschied dazu, und das erklärt dann das auch auf, was Carsten gerade gesagt hat, ist hier links von uns. Ich laufe jetzt mal rüber. Zu dieser Anlage, die hier auch wieder bis zu 800 Watt über den Inverter in den Hauskreislauf einspeist, gehört auch dieser Speicher mit über 2 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und jetzt kommt das, was Carsten gerade gesagt hat. Es gibt ja viele Momente, wo man gar nicht volle 800 Watt, obwohl man sie erzeugt, im Haushalt braucht. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Vierköpfige Familie, zwei Eltern, zwei Kinder. Die Kinder sind morgens in der Schule oder im Kindergarten, die Eltern sind arbeiten. Und erst mittags, so 13, 14 Uhr, beginnt eigentlich das Leben, wenn die Kinder aus der Schule kommen und ein Elternteil dann wahrscheinlich zu Hause ist. Dann brauchen sie wieder Strom und mehr Strom braucht man auch, wenn die Sonne untergeht. Und das ist hier mal grafisch dargestellt. Das hellgrüne Feld ist eigentlich das, was ich an Strom erzeuge, während die Sonne scheint. Das dunkelgrüne ist das, was ich brauche. Dahinter kommt ein weißes Feld. Das ist der Strom, den ich brauche, wo ich aber keinen Sonnenschein mehr habe. Und durch den Speicher kann man das wirklich so erklären, dass dieses hellgrüne Feld jetzt einfach nach hinten verschoben wird. Ich habe den Sonnenstrom auch zeitversetzt nach Sonnenuntergang noch zur Verfügung, dann, wenn ich ihn auch wirklich brauche. Und das ist eine nahezu 100%ige Auslastung der Balkonsolaranlage, weil ansonsten kann es eben passieren, dass man einige Watt verschenkt, die man einfach verliert, weil man sie nicht nutzt. Durch diesen Speicher ist das optimiert. Übrigens beim Speicher noch eine Kleinigkeit dabei, das steht hier vorne. Das nennt sich ein Dreiphasen-Smart-Meter. Das ist ein Strommessgerät, was ganz einfach in den kompletten Hausstrom angeschlossen wird. Bitte dieses kleine Gerät, alles andere können Sie komplett allein machen, dieses kleine Gerät bitte von einem Elektriker einbauen lassen. Und das hat einerseits für Sie den Vorteil, dass Sie den Überblick behalten, was Sie denn wirklich genau zeitig an Strom brauchen. Also auf die Minute, Sie können da jederzeit über eine kostenlose App nachschauen. Andererseits optimiert dieses Gerät auch die Einspeisung. Weil man kann da wirklich das Maximum aus seiner Balkonsolaranlage rausholen.
Ganz kurz, die Anlage funktioniert auch komplett ohne dieses Smart Meter, also dieses Strommessgerät, aber es optimiert die Anlage. Aber wenn Sie sagen, ich habe kein WLAN, ich habe kein Smartphone, brauchen Sie es nicht einbauen, aber ich finde es schön, dass wir es mit dabei haben. Die Nachfrage ist riesengroß, weil diese Anlage eben so gut ist und so perfekt durchdacht ist mit dem Speicher, der auch nur zusammengesteckt wird. Also jetzt gehen halt die Stecker, diese MC4-Stecker, die Kabel oder mit den Stecker am Ende, gehen nicht vom Solarpanel direkt in den Inverter, sondern erst in den Speicher, vom Speicher in den Inverter. Das sind also zwei Klicks mehr. Warum Klicks? Ganz einfach, weil es beim Zusammenstecken, das werden Sie dann hören, einen leichten Klickton macht. Dann weiß man, die rasten ein, man hat es richtig gemacht. Und dann Stecker in die Steckdose, dann geht's los. Und auch hier allerbeste Qualität. Über die Solarpanel haben wir vorhin schon mal gesprochen, TÜV geprüft, VDE, nach VDE-Normen getestet und. Aber jetzt sprechen wir über diesen Speicher. Das ist für mich die beste Speichertechnologie, die wir derzeit verfügbar haben, wenn es um Solaranlagen geht, nämlich Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Ja. Die zeichnen sich durch unglaublich hohe Qualität und unglaublich hohe Sicherheit aus, was für mich wichtig ist, aber vor allem auch durch Langlebigkeit. Ein solcher Speicher, und das gibt der Hersteller vor, 6000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust. Das mal nur angenommen. Sie würden den wirklich tagtäglich komplett aufladen durch die Sonnenenergie und abends komplett entladen. Dann hätten wir pro Tag einen Ladezyklus. Und 6000 Ladezyklen sind dann Pi mal Daumen um die 15 Jahre. Ja, und dann ist er immer noch nicht kaputt. Dann ist er bei 80% oder 90% und steht dann weitere viele Jahre zur Verfügung. Das nenne ich Langlebigkeit. Ja. Und viele unserer Kunden haben diesen Vorteil entdeckt und dementsprechend ist das derzeit unser absoluter Bestseller. Im September wieder lieferbar, aber so lange ist das gar nicht mehr. Ich bedenke, die Zeit rennt. Und glauben Sie mir, wenn Sie diese Anlage installieren, die profitieren ja Jahre und Jahrzehnte davon. Und in 5 oder 6 oder 7 Jahren werden Sie nicht mehr sagen, oh, ich habe damals 4 Wochen auf die Anlage warten müssen, sondern nein, Sie werden sagen, ich habe 10 Jahre von der Anlage profitiert. Und deshalb nehmen Sie diese leichte Wartezeit in Kauf, bestellen Sie es aber jetzt schon vor, damit Sie bei der nächsten Lieferung berücksichtigt werden können. Bezahlen müssen Sie auch erst, wenn die Lieferung an Sie unterwegs ist. Genau, das ist der entscheidende Punkt, wo wir gerade vom Bezahlen sprechen. Schauen wir uns doch vielleicht gleich einfach mal das Preisgefüge an. Sie haben schon gemerkt, dass wir Ihnen hier im Ratgeber nicht nur passgenaue Photovoltaiklösungen im Balkonsolarbereich für Ihr Zuhause anbieten, sondern dass wir momentan also auch in der glücklichen Position sind, TV-Sonderpreise rausgeben zu können, die andere so in dieser Form nicht unbedingt für Sie bereithalten. Und deswegen kann ich Ihnen hier alleine schon bei diesem kompletten System eine Preisersparnis von rund 230 Euro anbieten gegenüber dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Das bedeutet, wenn Sie jetzt zugreifen, bekommen Sie natürlich auch zum einen die ganze Anlage aus der nächsten Lieferung und da wirklich nur noch ein paar Tage Geduld. Sie sichern sich mit dem Kauf am heutigen Tage natürlich den günstigen TV-Sonderpreis, der, wenn die nächste Lieferung ausverkauft ist, wird es sehr wahrscheinlich dann eher Januar oder Februar werden, bis wir wieder nachliefern können. Und ob wir dann die Preise halten können, ist äußerst fraglich. Sie wissen, Transportkosten, Produktionskosten und so weiter steigen. Und das wird sich auch in unserem Preisgefüge, fürchte ich, auf kurz oder lang bemerkbar machen. Also jetzt haben Sie noch die Chance. Auch diese Anlage ist förderfähig. Das heißt, auch hier lohnt ein Anruf bei der Stadt, vielleicht beim Bürgertelefon oder etwas Ähnlichem, um ganz einfach mal zu erfragen, ob staatliche Förderungen noch möglich sind, ja oder nein. Wenn ja, ist es natürlich hier von der Amortisierung ebenfalls kein Thema. Bei den Kollegen von Pearl.de reden wir von 1.830 Euro knapp. Bei uns haben wir einen Preis von 1.599,99 €. Macht einen Preisvorteil just in dem Moment, wo Sie zuschauen, von 230 Euro. Für mich persönlich jede Menge Geld. Wie gesagt, 0% Mehrwertsteuer aktuell noch drin. Wer weiß, wie das mal in einem halben Jahr aussieht. Ralf hat es ausführlich angesprochen. Das Thema Haushalt verfolgt uns alle momentan wieder in der Presse. Da weiß man nicht wirklich, wie lange diese staatlichen Möglichkeiten überhaupt noch bestehen. Wir haben es ein paar Mal erlebt, dass das recht schnell gehen kann. Sie bekommen den TV-Sonderpreis. Und jetzt aktuell haben Sie noch die Chance, in wenigen Tagen, sagen wir mal in 2, 3 Wochen, aus der nächsten Lieferung bedient zu werden und können den kompletten wunderbaren Alt-Weiber-Sommer, sagt man so schön, gerne noch
aus der energiemäßig aus dem Vollen schöpfen. Die MW 1342 und die 569 ist die passende Bestellnummer. Also im Moment auch noch bis zu 14 Sonnenstunden. Also ja, klar. Es rentiert sich, auch im Winter, das möchte ich auch noch mal betonen, ja. Rentieren sich solche Anlagen. Dann natürlich nicht mehr in dieser Dimension, weil wir weniger Tageslichtstunden haben. Aber hochgerechnet ist das eine unglaubliche Ersparnis. Ich möchte noch hinzufügen, dass alle unsere Anlagen, und das möchte ich wirklich noch mal betonen, Porto und Versandkosten frei zu Ihnen kommen. Sie können sich vorstellen, dass solche Solarpanel nicht mit dem Postauto kommen, ja, und auch nicht der normale Paketbote. Das ist Speditionsware. Das ist Speditionsware. Ja, ja. Und da gibt es oftmals, wenn man irgendwas online bestellt, Sie kennen das vielleicht auch für Möbel, Speditionsware, zusätzlich Versandkosten. Und dann schlagert man schon mal mit den Ohren, was da noch an Versandkosten draufkommt. Ist bei uns nicht so. Das ist der Endpreis, der im Moment gültig ist, den Sie sich mit der Bestellung jetzt auch sichern. Und Carsten hat es gesagt, die werden mit Sicherheit nicht günstiger werden in Zukunft. Nein, ganz im Gegenteil, wie so vieles derzeit im Leben, es wird gefühlt alles teurer. Aber wenn Sie noch nicht reagiert haben mit Balkonsolaranlagen, dann frage ich Sie einfach, wann merken Sie endlich, dass sich das rentiert? Mittlerweile haben wir in Deutschland über 560, wahrscheinlich werden es jetzt sogar schon 570.000 montierte Balkonsolaranlagen. Ja, eine ganze Menge. Das ist eine richtige Menge und die Zahlen steigen eigentlich täglich, klar, aufgrund der Förderung natürlich auch noch. Und da muss man einfach mitmachen, weil 560, 570.000 Leute, die können nicht irren. Und vielleicht haben Sie auch, und das ist ein kleiner Tipp von mir, vielleicht haben Sie in der Nachbarschaft eben auch schon genau eine solche Balkonsolaranlage entdeckt. Dann klingeln Sie da einfach mal. Sagen mal, Mensch Franz, du hast eine Balkonsolaranlage oder wie immer auch der Nachbar heißt. Rentiert sich das? Erzähl mal. Und dann, wir können Ihnen viel erzählen. Meistens ist ja diese Empfehlung aus dem eigenen Bekanntenkreis 100-mal mehr wert. Fragen Sie jemanden, dem Sie vertrauen, wo Sie diese Anlage sehen. Und ich bin mir ganz sicher, auch in Ihrem Bekanntenkreis ist da jemand. Und der wird Ihnen sagen, das rentiert sich dicke. Wenn er es letztes Jahr schon montiert hat, wird er sagen, ich habe sogar Geld zurückbekommen, allerhöchstwahrscheinlich von meinem Netzanbieter. Wenn er es dieses Jahr gemacht hat, dann kann er sagen, ich werde Geld zurückbekommen. Ja. Und vielleicht hat er auch die App, die übrigens kein Pflicht ist oder die man nicht unbedingt verwenden muss, aber vielleicht hat er sogar die App aktiviert. Das gilt für alle unsere Balkonsolaranlagen und kann Ihnen sogar zeigen, schau mal, diesen Strom habe ich selber erzeugt, den muss ich nicht bezahlen, das ist meine Ersparnis. Und spätestens dann müssten Sie auch überzeugt sein und hier eben zugreifen. So, überzeugend ist natürlich aktuell auch der Preis, ich darf mich gerne wiederholen, 230 Euro Preisvorteil gegenüber dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Sie bekommen Top-Qualität, Industriepanels, TÜV-geprüfte Fullscreen-Solarpanel-Technik mit allem Schnipp und Schnapp. Der entsprechende Akkuspeicher, über 6000 Ladezyklen ohne Kapazitätsverlust. In dieser Set-Zusammenstellung mit Smart Meter, um noch effektiver ranzugehen. Der Inverter ist Spitzenklasse, komplette Kabellage ist alles mit dabei. Kein Porto, kein Versand, keine Speditionskosten, gar nichts. Die MW 1342 und die 569. Und schon in 2 bis 3 Wochen bei Ihnen direkt vor der Haustür. Aber was auch immer Sie tun, sorgen Sie bitte dafür, dass die Solarpanel, egal welcher Art, immer vernünftig montiert sind. Die bieten Angriffsfläche für Wind. Und damit Sie da die passende Halterung haben, können wir natürlich auch da das Passende bieten. Ich gehe mal nach unten und bück mich mal, weil wir haben die Halterungen in 2 Farben. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Teil in Schwarz, einen Teil in Silber. Und das ist dann wirklich nach menschlichem Ermessen sicher angebracht. Die bestehen einerseits aus solchen Häken, die werden an die Stellen, die schon vorgebohrt sind, montiert. Und dann wird es einfach in den Gartenzaun oder ans Balkongeländer gehängt. Und unten haben wir noch eine Sicherungsschiene. Und da ist das Besondere, man kann damit sogar den Winkel des Solarpanels zwischen 0 und 30 Grad wählen und so vielleicht die Effizienz der Balkonsolaranlage noch mal verbessern. Sie brauchen pro Solarpanel eine dieser Halterungen. Sie müssen nur entscheiden, soll die schwarz sein oder soll sie silber sein. Aber montieren Sie es einmal richtig, das Solarpanel, und dann haben Sie für alle Zeit eigentlich Ruhe, weil so eine Anlage sollte ja auch 10, 15, 20 Jahre halten. Ja, genau so ist es. Ja, und der nächste Herbststurm, Verzeihung, der kommt mit Sicherheit. Und dann möchten Sie doch bitte, dass also auch solche Windgeschwindigkeiten Ihren Solarpanels nichts anhaben können. So, sparen Sie mir da bitte nicht am falschen Ende. 35,14 € pro Set sind sicherlich gut investiertes Geld. In Schwarz mit der MW 1336 und der 569 in der Farbgebung Silber ist das die Bestellnummer MW 1335 und die 569. Übrigens kann man diese Halterung auch gerne, wenn Sie schon ein Balkonsolarsystem haben, was vielleicht einfach nur gerade am Balkongeländer hängt, vielleicht jederzeit auch noch
für bestehende Systeme anwenden, wenn sie den Aufwand betreiben möchten, holt man damit immer noch mal so ein paar Prozentpunkte extra raus. Das ist so eine Art Feintuning vielleicht auch für eine bereits bestehende Anlage. Ja, und damit, glaube ich, haben wir unseren Zuschauern einiges gezeigt, was interessant sein könnte und sicherlich auch interessant sein wird. Wir haben unterschiedliche Systeme kennengelernt. Wir haben unterschiedliche Solarpanelgrößen, unterschiedliche Strommengen, Einspeisungsmöglichkeiten bereitgehalten. Bis auf diese Anlage, weil da kann man auch schon fast sagen, die ist ja schon fast wieder lieferbar, ist alles momentan ab Lager für Sie verfügbar. Wir haben jetzt den Sommer. Sie können jetzt noch die nächsten Sommerwochen, die nächsten Sommermonate hervorragend ausnutzen. Sie sind für den Winter vorbereitet und sparen vom ersten Tag an bares Geld. Machen Sie das so wie im Bekannten- und Freundeskreis, wie in direkter Nachbarschaft. Setzen Sie auf Photovoltaik und bestellen Sie jetzt.